Moin moin Leute und herzlich willkommen zu Survivors mit dem Kerem zusammen. Hallöchen. Okay, collect all elf lists. Okay. Wo bin ich? Wo bist du? Alter, die Maus-Sensitivität, ne? Ja, die ist mega abgefuckt, bei mir auch. Das ist auf jeden Fall so ein Horrorspiel. Ah, da bist du! Hallo! Du bist extrem hässlich. Du auch! So. Ich habe gehört, wir müssen hier in diesem Wald Angst haben. Ja, also zuerst würde ich sagen, wir gehen da lang. Okay. Ich folge dir einfach mal. Oh Gott, ich habe ohne Witz, ich habe vor diesem Spiel wieder richtig Respekt, genauso wie Slender beim ersten Mal. Am Anfang hatte ich auch richtig extrem Respekt, als ich das erste Mal gespielt habe. Ach, und du kannst nicht zur Seite laufen, sondern wenn du A drückst, dann drehst du die automatisch oder D. Oh Gott, da war eine Krähe. Ich schieß diese Krähe ab. Oh, das ist nicht gut. Hier sind viele Bäume. Ich hasse sowas. Ich hasse Kann Peter. Kann sein, dass ich mich gleich extrem erschrecke. Kann sein, dass ich mich gleich extrem erschrecke. Ich weiß ja noch nicht mal, was hier gleich abgeht. Ich werde mir deine Reaktion gleich so... Also wir müssen, wie bei Slender, Seiten finden. Ich werd mir deine Reaktion so anheiligen. Ich habe mich gerade vor dem Haus erschrocken. Ich habe mich gerade erschrocken, weil hier irgend so ein Ton kam. Hallo. Beweg dich. Ich bin der Klo-Mensch. Nicht stehen bleiben, am besten auch nicht nach hinten gucken. Okay, okay. Wir müssen da rein. Weil sonst steht der Wichser auf einmal hinter dir und vergewaltigt dich von hinten. Willst du nicht ein bisschen schneller laufen? Du läufst so langsam. Willst du mal die Seite lesen? Ich habe die Seite genommen. Ich habe sie genommen. Okay. Lass uns weggehen. Lass uns bitte weggehen. Ich kann nicht mehr sprinten. Okay, das macht mir jetzt am meisten Angst. Warum kannst du nicht mehr sprinten? Ich kann auch noch sprinten. Du Arsch. Jetzt halt ich wieder sprinten. Okay, alles okay, okay. Alles clear. Ja. Alles also, clear? Alles clear. Okay. Aus dem Osten. So. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass hier irgendwo so rote Augen sind oder irgend so ein Kram. Ich kann nicht mehr sprinten. Kerem, renn nicht weg. Ich warte auf dich. Keine Panik, keine Panik. Ich bin da. Okay. Alter, die Maus-Sensitivität, ne? Oh, das von wo ist kommen wir jetzt? Okay. So. Alter. Oh, du warst rotes! Rechts von uns! Oh Gott. Oh Gott. Oh, oh Gott. Gott. Lauf! Der kann auf einmal vor uns stehen, ne? Nur so. Ehrlich? Ja, einfach mir nach. Einfach mir nach. Okay. Nicht nach hinten gucken, einfach mir nach. Könnte sein, dass ich mich gleich einpisse, aber okay. Also, ich meine, das ist auch rot, ja. Da ist eine Seite dran. Ja, ich bin einfach und wir gehen einfach ganz gechillt weiter. Okay. Beziehungsweise laufen uns die Beine aus dem Arsch. Kann man ja eigentlich auch sterben oder so? Ja, man kann sterben, dann darf der andere alleine weitermachen. Geil. Ich kann nicht mehr sprinten. Okay, dann sprinte ich erst auch mal nicht mehr. Ja, doch, ich renne jetzt in eine ganz andere Richtung. Lalalala. Nein. Das wäre nicht sehr schlau. Nee. Zumal er dann einen die ganze Zeit verfolgt und den anderen in Ruhe lässt. Oh, ich kann wieder sprinten. Bist du hinter ja, mir? Ja, bin ich. Alles klar. Also ich finde Bäume eigentlich auch schon ganz schön gruselig. Ich hasse Bäume. Bäume. Hier waren wir doch eben schon. Egal. Bäume. Ich erkenne nichts anderes. Es sind Bäume. Völlig ahnungslos. Ich kann nicht mehr sprinten. Gegenlaufen. Nein, die Mauer. Was hättest du gemeint? Kerem, ich kann nicht mehr sprinten. Einmal nach links. Ich kann aber nicht mehr sprinten. Hilfe. Du bist so weit weg. Hallo. Keine Angst, ich bin bei dir. Okay. Okay, sag mir Bescheid, wenn du wieder sprinten kannst. Ja. Okay, ich kann wieder sprinten. Alles klar, dann lass uns weiterlaufen. Es kann sein, dass ich mich einpisse, weil ich muss gerade auf Toilette. Ja, ich muss auch auf Toilette. Ich glaube, das war nicht ganz so gut. Übrigens, ich habe gerade do-it-yourself diese Seite von meinem Headset geklebt mit Klebeband, mit diesem Klebeband. Ich sag dir, wenn der Kollege das erste Mal vor dir steht, ne, dann wirfst du das Headset wahrscheinlich zur Seite und es bricht auseinander. Ja, ich habe hier genug Klebeband. Es ist schön vorbereitet. Ah, ja, also, hat ein bisschen versorgt, ne? Ja. Ich kann nämlich nicht mehr sprinten. Hinter uns! Ich hab Angst. Besonders du sagst du so hinter uns und ich renne einfach nur weg. Okay. Bist du hinter mir? Ich bin direkt hinter dir. Alles klar. Oh, hier sind mehrere Bäume. Oh Gott, Bäume. Nein, das ist eine. Hier waren wir eben schon. Ja. Das erinnert mich auch an irgendwas. Das Gras sieht so schön aus, so schön grün, so fantastisch. Ja, das ist vor allem diese geilen Schatteneffekte, Alter. Ey, voll schön, ey. Fällt mir doch auf einen Schrubb. Ey, ich mach das gerade, ey. Schrubb. Schrubb nicht, sondern such Seiten. Ich kann nicht mehr sprinten. Hilfe. Oder schrubb die Seiten. Oh. Ich hab Angst. Er ist nicht mehr hinter uns, aber er könnte gleich direkt vor mir stehen. Okay. Beweg dich einfach weiter. Boah, ey, Mann! Nee, ey! Ich kann wieder sprinten, by the way. Oh, ich hab wieder gerade so derbe Angst, obwohl ich... Na, Angst will ich jetzt nicht sagen, aber ich hab Respekt.
Respekt, Alter, ey, lang. Respekt, so, weißt du, Respekt. Oh, Haftbefehl, oh. Wir dürfen, glaube ich, sag, wie lang ist eigentlich diese Mauer? Das ist ja schlimmer als in der DDR. Oh ja. Voll die Scheiße, ich kann nicht mehr sprinten. Oh Gott, habe ich darauf was gesehen? Nee, besonders, ich habe schon mal irgendwann am anderen, also ich habe schon, ja, bist du hinter, ja, mir? Ich habe schon mal einen so ein Let's Play davon angesehen und da waren bei denen am Anfang so 1000 vor diesen roten Augen und ich dachte mir nur so. Ja, das. Bei uns ist jetzt kaum sowas. Ja, das kommt noch so, pass auf. Wenn einer tot ist, dann. Er ist vorbei. Dann ist vorbei. Okay. Die Bäume wachsen durch die Mauer, Alter. Das ist doch übertrieben. Nein, wir sind an der Ecke. Okay, weiter. Weiter, weiter, weiter. Oh Gott, ich kann, okay, nicht mehr sprinten. Hilfe, ich bin ganz in der Ecke. Rein. Kannst nicht mehr sprinten. Mm-mm. Da ist er. Er ist direkt hinter dir. Er ist direkt hinter dir. Kann er mich umdrehen oder so wie bei Slender, die dumme Nutte? Ich, nee, kann sprinten. Kann nicht. Ich lauf grad weg. Alter, er war fast direkt hinter dir, ey. Okay. Das heißt, beim nächsten Mal wird er wahrscheinlich direkt vor uns stehen. Wo bist du? Hinter dir. Du? Direkt hinter, oh, hinter dir. Mir. Hallo. Okay, wir sollten weiterlaufen und nicht so lange stehen bleiben. Ja, das wäre eine gute Idee. Jetzt gehen wir hier gerade so quer durch, oder wie? Querbeet. Warum nicht? Okay, das erste Mal, als ich ihn gesehen habe, war hier. Okay. Also, das ist ja. Wow! Wow! Da hinter dir? Ja, der hat mich gerade zweimal angeguckt. Oh Gott. Der, ja, angucken ist doch gar nichts. Warte, bis er dich anschreit. Der hat mich gerade ja schon angeschrien. Der, aber hat gerade irgendwie so. Und ich dachte mir nur so, die, also, ich hab's nicht gehört. Ist da was? Ist da? Ist da was bei dir? Bei mir war da nichts. Hilfe? Der hat mich eben angeschrien, der Bastard. Okay. Und ich kann nicht mehr sprinten. Das passt ja perfekt, ey. Wo bist du, Keren? Ach, da. Wo bist du? Ich bin hinter dir. Alles klar, häng dich an meinen Arsch dran. Oh, geil. Adventure Time! Oh yeah! Ah, jetzt kann ich sprechen. Ich bin hinter dir. Adventure Time! Adventure Time! Bam! Nein, Säulen! Okay, lass uns die Seite suchen. Krasse Säulen, krasse Säulen, krasse Säulen. Hier ist, oh, die Seite. Oh. Okay, weiter. How about now? Lol. Oh. Ich kann nicht mehr sprinten. Because we don't give a fuck. Ich kann nicht mehr sprinten! Warte, ich sprint sofort, wenn ich kann. Ach so, du kannst nicht mehr sprinten. Mm-mm. Ich komme. Hallo. Sag dann nicht, das was hinter mir. Dann weine ich. Doch, da ist was Rotes hinter mir. Es könnte der blutende Anus sein. Der blutende Anus. Gar nichts los. Er schnippt mir. Janik, wo bist du? Ich weiß nicht, wo du glaubst du. Ich würde da nicht hingehen, der steht direkt neben mir da. So. Okay. Da siehst du ihn? Da hinten? Ne, ich sehe ihn nicht. Das macht mir am meisten Angst. Komm mal zu mir. Warte. Ich sehe ihn immer noch nicht. Ich bin blind! Okay, hinter dich, da. Ich will da nicht hingucken. Siehst du ihn? Ja. Nein. Ich sehe ihn. Ich hab's. Oh. Ich bin hier weg. Ich bin wieder eingeschrien, der Bastard. Wo bist du? Hinter dir, ich bin da. So bei dir. Hier ist so ein riesiges Gebäude, so eine Zitadelle. Zitadelle des Todes. Hier, direkt, wenn wir hier so hingehen. Da ist mich schon wieder eingeschrieben. Warte. Ich hab meine Taschenlampe vor Schreck ausgemacht. Hier sind drei so oder vier riesige Bäume. Scheiße, wo bist du? Ja, jetzt. Du bist nicht mehr bei mir. Bist du? Wo bist du? Nein. Ich bin bei so vier riesigen. Da bist du. Seh dich. Komm zu mir. Er steht da vorne. Komm zu mir. Ich gehe einfach so ganz tight an ihm vorbei. Ey, vorbei, ey. Haftbefehl. Wow! Hab ich mich gerade verjagt! Oh Gott! Hier ist apropos noch eine Seite. Ich bin gerade einfach an ihm vorbeigelaufen. Ich hab nur noch eine Seite. Alles klar. Boah, geil, ey, ich hab einen Schraubenschlüssel. So. Echt, dann ist mal gut. Okay. Rechts abbiegen! Vaterland statt Elefant! So. Dann müssen wir gleich, glaube ich, wieder so lange laufen, bis wir bei der Berliner Mauer sind. Berlin! Okay. Okay, Och Gott. Ich drehe mich ganz langsam um. Und wir sollten nicht so lange stehen bleiben. Oh! Wo war er? Oh! Ganz ruhig. Ich hab mich angeschrien. Warum schreit er bei mich an? Der hat mich doch auch angeschrien. Das ist doch ein Kanal!
Ich glaube, einen von uns vergewaltigt der gleich. Bist du hinter mir? Ja, ein von... Warte, warte, bleib ganz kurz stehen. Okay. Ich ganz kurz... Oh! Ja, er ist hinter dir. Ich will dir weg, ich will dir weg, ich will dir weg, ich will dir weg. Oh Gott, ich kann nicht mehr sprinten. Oh, ich steh. So long, bitches! Nein, ich warte auf dich. Oh! Hat mich schon wieder angeschrien. Halt die Fresse dahin! Halt die Fresse, wenn du mit mir reden willst. So, ich kann wieder sprinten. Schreist. Sprinten! Wo wollen wir überhaupt lang gehen? Mal deine scheiß Beine hier! Oder willst du dich von einem Wolf mit Mundgeruch vergewaltigen lassen? Ich würde mich gern vergewaltigen lassen von so einem Wolf. Ich bin Rotkäppchen, ich stehe darauf. Du bist Gelbkäppchen. Gelbe! Ich bin ein Bauarbeiter. Orange SM-Anzug. Besonders wie komisch der aussieht, der hat so Adern am ganzen Körper und so. Kollege, ja? Kollege, ich kann nicht mehr sprinten. Okay. Und ich habe ihn eben gesehen, wie er dich nach links von mir aus teleportiert hat. Der ist hinter dir so. Der ist doch hinter dir. Alter. Macht nix, soll er mich holen. Nein, Mann. Ich kann ihn doch nicht alleine lassen, Mann. So, wie kannst du sprinten, ja, ne? Ich kann dich nicht alleine lassen. Ja, ich kann sprinten. Okay. Ich werde mir jetzt die Beine aus dem Sack rennen. Die Beine. Ich kann nicht mehr sprinten. Oh, macht nichts. Bester halt Zeitpunkt. Mann. Okay. Wo kommt dieser rote Rauch? Hat er Sprühschiss mit. Was? Der hat Gasschiss. So. Gasschiss. Hier hinten sehe ich eine Seite. Siehst du die auch? Ja, ich sehe sie auch. Okay. Und er war links. Ist egal. Was ist hier überhaupt für ein Konstrukt? Ich dachte, da steht in the ass. Jetzt modelliert der Wasserturm. Nun gut. Ich dachte schon, auf dem Zettel steht in the ass. Aber stand da zum Glück nicht. Was stand da drauf? Ich weiß nicht. Alles klar, alles klar. Also ich habe vor der Aufnahme... Ich kann nicht mehr sprinten. Oh Gott. Ich habe vor der Aufnahme meinen Arschloch zugetaped. So, ja, alles klar. Ach Gott. Hättest vielleicht auch deine Augen zu tapen sollen. Oh! Wo ist er? Ich weiß nicht. Ach, da hinten ist er. Siehst du ihn? Ja. Oh, er hat sich wegteleportiert. Oh fuck. Wir sollten hier weglaufen. Oh, passiert. Ach Gott. Ach, jetzt sind wir hier wieder bei dem Haus. Ich hab vor Schreck meine Taschenlampe ausgemacht. Ja, das mach ich auch schon so oft. So, bei dem Haus waren wir jetzt ja schon, okay. Wie viele Seiten haben wir jetzt schon? 4, ne? Wir haben 4, ja. Ich habe das einmal durchgespielt. Einmal hatte ich sogar 12 von 11 Seiten mit einem Kollegen. Ich kann nicht mehr laufen und er war direkt vor mir. Ich gehe rückwärts. Ich weiß Gott, ach, ich darfst du. Er raucht mich so an. Hallo. Er schreit mich die ganze Zeit an, Alter. Rote Sweet. Ich kann wieder sprinten. Alles klar, dann lass uns zurücklaufen. Jo. So fucking planlos durch die Gegend zu laufen. Ja. Sonst noch was. Besonders der schreit uns immer irgendwie anders an. Also manchmal dich, manchmal mich. Und ich sehe den dann gar nicht. Ja, das ist das Problem. Also könnte sein, dass du irgendwann zerfleischt. Der sieht aus wie so. Also sein Gesicht sieht aus wie. Oh Gott! Sein Gesicht sieht aus wie ein graues Croissant mit Augen. Ja, und ein bisschen Blut dran. Nein, das ist sein Körper. Achso, sexy Körper, echt. Muss ich sagen. Ein Croissant mit Rosinen. Aber ich mag keine Rosinen. Ich liebe diese Werbung. Ach ja. Wo man selber so sein Müsli machen konnte. Ja. Rosinen? Ich mag keine Rosinen. Ich kann nicht mehr sprinten. Ich auch nicht. Okay, wir haben was gemeinsam. Wir sollten Kinder zeugen. Ja. So, der Baum sieht verdammt komisch aus. Sein Arsch sieht übrigens extrem gut aus in dieser Dreckshose. Meine Hose ist geil. Ein blaues Hemd übrigens auch. Die habe ich bei... Und dein Schraubenschlüssel, ohoho! Hier haben wir die Berliner Mauer. Boah, geil. Ist das schon wieder die Berliner Mauer? Ich habe eine Idee. Oh! Hallo. Geh ohne mich weiter. Nein! Leck ihn ab! You'll never take me alive! Dödem. Ich werde mich jetzt in die Mauer glitschen. Rennst jetzt so zu der Mauer hin, rennst gegen, stirbst. Bam,
Nein, sterben tue ich erst, wenn ich wieder rausgehe. Ist so. Vielleicht hängt hier ja auch irgendwo noch eine Seite, mal sehen. Ich kann nicht mehr sprinten! Ich auch nicht! So, meine Nase läuft mal wieder, ich muss mal einmal wieder... Oh, meine Nase putzen. Ich glaube, ich gehe zwischendurch mal auf Klo, ne? Ja, ich mach mir mal eben Kaffee, ne? Oh, er ist recht. Ach, auf einmal kannst du wieder sprinten. Ja. Da renne ich mir wieder die Beine aus dem Sack. So. Die Beine aus dem Sack, Bro. Die Beine aus Ach, hier ist ja die Mauer. Die Berliner Mauer. Ich dachte gerade, du hättest mit einem Möse angefangen zu sagen. Die Berliner Möse. Die Berliner Möse wurde 1900... Weiß nicht, bei dir 38 Entjungfert. So, hier ist die Ecke. Oh, ach, da bist du. Oh Gott, hab ich mich gerade erschrocken. Ich dachte mir, was ist das denn für ein Müllmann? Er mir hat direkt in die Fresse gerülpst. Ja, ich auch. Dann lass uns mal weitergehen. Ich kann nicht mehr sprinten und der ist direkt neben dir. Ja, ich lenk ihn ab, na? Oh, kommt mich an. Oh, er steht direkt vor mir. Oh, macht nichts. Hier, guck mal. Oh, ich bin tot. Ja? Ja, ich bin tot. Ich kann jetzt zugucken. Yay! So, genau, mach schon. Ich lasse dich doch jetzt nicht alleine. Ich bin dein seelischer Beistand. Ich muss sagen, wir sind jetzt schon mal bei, ich glaube, ich kann die Zahl nicht ganz lesen. Ich glaube, irgendwas bei 16,5 Minuten oder so. Halt doch die Fresse! An jedem Baum wartet er auf dich. Ich glaube. Pedo, da ist er. Ja. Und ich kann nicht mehr laufen. Ich glaube, du wirst auch gleich geraped. An einer schönen Nacht. Oh Gott, da war gerade irgendwas Gelbes. Das sah aus, als ob der sich direkt neben mir teleportiert hat. Das war ich. Der pinkelt wahrscheinlich gerade. Ja. Ist hier noch eine Seite dran? Oh, da ist eine Seite. Ui. 6 von 11. Ey, voll geil, ey. Ist ja fast die Hälfte. 5 war die Hälfte, also 5 von 1 Seiten, Alter. So. Oh, ich kann rechnen. Ich kann rechnen, ey, geil. So, ich will ja nichts sagen, aber ich hab ein bisschen Angst. So, minimal so. La 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 la. Ich hab eher Angst, dass von deinem Geschrei mir mein Headset vom Kopf wegfliegt, als dass der Wichser da dich anal raped. Ich bin zugetaped. Ach ja. Ich habe Klebeband am Arsch, geh weg. Techno! Tut mir leid. Nicht lachen, dann kriegst du wieder deine Krankheit. Ja, tut mir leid. Party. Hast du deine P-Deutschung genommen, Walter? Walter? Wow! Das weiß er auch. Ja, das ist voll komisch, ne? Was ist das? Stardust Momentum Fly! Das ist der Friedhof. Hier hängt auch noch irgendwo eine Seite einer Statue. Also nicht da, sondern weiter rechts. Weiter rechts. Ja, da irgendwo. Ja, aber da war irgendwo der Typ, deswegen hab ich Angst. Scheiß auf ihn. Ey, scheiß auf dich, Alter. Scheiß auf dich. Und dann. Was ist das denn für ein riesen Friedhof, ey? Wie viele Leute sind hier schon verreckt, Mann? Du zählst, das bist du, Kill. Wow! Ist ja in Ordnung. Schrei ihn doch nicht so an, was macht der denn? Echt so, ey. Ich mein dich. Okay. Warum schreist du ihn so an? Er will doch einfach nur eine Umarmung. Mit deinem roten. Der kann mich mal! Wahrscheinlich jahrelang die Zähne nicht geputzt. Und hat mit seinem Mundgeruch 10 Milliarden Menschen umgebracht, wie du hier sehen kannst. Ich glaube, du bist zu weit gegangen. Also, irgendwo muss doch diese hässliche Seite sein. Du bist. Ja. Für die Seite bist du zu weit gegangen, meine ich. Ich kann dir nur an einem Punkt bei diesem Friedhofs. Ah, da ist er doch. Genau, das meinte ich. Ich will jetzt eigentlich gleich, dass das Video so lang wird, ich glaube. Wow! Alter, die Augen. Das war knapp. Die Augen waren gerade in mir drin, beinahe. Da ist eine andere Seite. Er wird sich gleich fissen. Die waren gerade schon wieder so in mir drin, ey. Was ist das? Ein Skelett mit. Ist mir scheißegal! Ich kann nicht mehr laufen. Okay.
Okay. Du musst wissen, ich halte mir gerade fast die Augen zu. Das ist ja schlimmer als deine Bauchaufheben! Jetzt gerade mitten auf dem Baum zu. Ja, ich weiß. Hallo Baum! Nimm mal diesen Baumknutscher. Baum zeugen Kinder mit mir, mitten im Wald! Und der Werwolf kann uns zugucken. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist der Kameramann. Ich will nichts sagen, ne? Aber ich. Das war mies. Ey, das war voll knapp, ey. Das war so knapp, Alter. So knapp Bomben in ein Tritt, Junge. Oh shit. La la. Oh, das ist so spannend, ich kann nicht hinsehen. Es ist so spannend. Ich mach mir gleich einen neuen Tee. Ich mach mir gleich den Point Tee. Weißt du, du läufst hier so rum und auf einmal steht er so neben mir. Na? Mit ein bisschen Jono zum Café. Wie sieht das eigentlich aus, wenn der dich wirklich dann so tötet? Das ist keine besondere Animation. Er steht einfach vor dir und da steht You're Dead. Achso. Diese dumme Krähe! Die regt mich auch immer auf. Ich wäre vielleicht ein Baseballschläger in die Nähe. Als ich das erste Mal gespielt habe, da dachte ich immer, dass die Krähe ein Zeichen dafür ist, dass er in der Nähe ist. Aber er ist immer in der Nähe, dieser Homo. Also ich habe nichts gegen Homos. Und ich habe nichts gegen den Typen, der gerade neben mir stand. Ist in Ordnung, ist cool. Der Wald ist für alle da. Ich mag Bäume, er auch. Das ist kein Typ. Ich werde jetzt Werwolf bei Wikipedia eingeben. Um dir zu beweisen, dass das kein Typ ist. Aber Werwölfe sind doch auch Typen. Quedia, Wer... Ach ja. Werwölf habe ich jetzt eingegeben. Weil so Vollmond und dann so Typ, so Rare und dann so ja, Werwolf. Ja, alles gut. Ein Werwolf von germanisch Wermann. Wermann. Auch lateinisch Wir, niederländisch Werwolf, altenglisch Werewolf. Schwedisch Varulf, althochdeutsch auch Mannwolf genannt, ist in Mythologie, Sage und Dichtung ein Mensch, der sich in einen Wolf verwandeln kann. Als Phänomen gehört er zum großen Komplex der Wehrtiere, Therianthropie von griechisch Therion, wildes Tier, und Anthropos, Mensch, der sich in Religion und Mythologie weltweit findet. Es ist eine verfickte Sagengestalt. Warum steht da so viel? Oh, ich habe übrigens 9 Seiten. Ich habe es gerade gesehen. What? Warum steht der immer so plötzlich so direkt neben mir? Hängt ja bei ziemlich nah am Sack doch. Mhm. Der hält sich gerade voll an meinem Sack fest, ey. Voll uncool. Das auch erklärt, warum er auf einmal neben dir steht. Mhm. Sag mal, tut das nicht irgendwie weh, wenn er sich da so festkrallt? Mhm. Schon ja. So. Also ich fand's schöner, als er weiter weg war und trotzdem geschrien hat. Das fand ich irgendwie besser. Ja, das fand ich auch besser, doch. So. Was machen wir denn jetzt? Weißt du, der ist dann so wie mein Nachbar. Oh, der schreit meine Knauche mal runter vor meinem Ross! So. Und der wollte mich so nicht an, ist so. Das Video dauert jetzt schon 24 Minuten. Langsam soll ich mich mehr rapen. Rapen? Rapen. So. Oder du findest die restlichen 2 Säulen. Ich glaube, das schaffe ich so schnell nicht. Ich glaube, du warst bei der Lake-Säule. Ja, du warst bei der Lake-Säule, du. Der ist doch halt neben mir. Ich hasse das ihn. Ich hör die Sounds nicht mehr. Das heißt, ich sehe nur noch diese ranzigen Drecksaugen. Ja, toll, geil. Bei den Bäumen, da war ich schon. Aber was ist das denn hier? Bei dem hier war ich noch nicht. Penisförmigen Bäumen. Was ist das denn? Was ist das hier für ein Flugzeug? Wer kann hier denn nicht fliegen? Diese Models, Alter, die sind so übel. Well. Du kannst da raufgehen. Ja. Du kannst da raufgehen. Ich geh da drauf und wenn der dann da unten ist, dann kack ich ihm auf den Kopf. Na, dann hat er verdient doch. So, komm, ich brauche nur noch eine Seite, das krieg ich doch jetzt wohl noch hin. Okay. So, wo kann ich denn jetzt noch hin? Wo war ich denn noch nicht? Ich drück dir meine beiden Daumen und meinen Penis. Boah, geil! Fuck you auch! Ich hätte fast meine beiden Penisse gesagt. Fuck man, der ist immer direkt neben mir, ey! Kann der sich nicht mal irgendwie so. Du kriegst das denn, ich bin ein seelischer Beistand. Wenn du nach diesem Let's Play hier,
in die Psychiatrie angewiesen wirst, komme ich dich alle zwei Tage besuchen, ne? Boah, geil! Ich hoffe, ich muss in die Psychiatrie. Also ich kehre mit dich wieder. Ja. Aber du musst darauf achten, dass es nachts ist. Sonst kann ich dich nicht vergewaltigen. Das ist in Ordnung. Geht dir auch unter der Decke. Du bist im Kreis gelaufen. Echt? Och, hallo! Och Gott, diese Krähe! Ich hab die auch gerade gehört. Versuch mal jetzt aufs Flugzeug aufzugehen und ihn auf den Kopf zu kacken. Nein, ich will das jetzt ja durchkriegen. Das muss ich ja wohl irgendwie jetzt hinkriegen. So, Okay, ich glaube an dich. Nee, aber ehrlich, was könnte es denn jetzt noch sein, wo ich noch nicht war? Ich meine, ich war jetzt rechts von diesen 3, 5, 5, 6. Opa, Ballamapum! So, Ballamapum. Das ist die Weiterentwicklung von Pummeluff. Beim 98. Pokémon. So, Oh Gott. Ich glaube, wenn ich jetzt hier hintergehe oder so, hier war ich noch nicht. Hier könnte irgendwo eine Seite sein. Das würde Sinn machen. Lass mich kurz nachdenken. Okay. Im Flugzeug warst du, im Friedhof warst du, weil ich so eine komische Stadt so warst. So, Achso, und übrigens, die Welt ist ungefähr doppelt so groß wie Slender. Das fällt mir schon auf irgendwie. Das ist echt hier mega riesig. Ja, ich habe gerade seinen Arsch direkt vor dir gesehen. Echt? Ja. Das macht mir gerade mega Angst. Aber wenn sein Arsch vorne ist, jetzt will er von mir vergewaltigt werden, oder was? Der hat dir richtig den Arsch ins Gesicht gehalten. Boah, geil. Tört mich jetzt ja mal richtig an. Waren wir hier schon? Ja, hier waren wir schon. Ich kotze gleich. Mann, warum waren wir hier schon? Geh einfach weiter nach links, bis du beim Ende ankommst. Und dann geh wieder nach rechts. Dann komm ich in die Ecke. So weiter. So wie es aussieht, kriegt er dich sowieso nicht. Weil mich kriegt der Wichser immer als erstes. Der mag deinen Arsch einfach viel lieber. Der ist viel weicher. Ich creme den auch jeden Tag ein. Also langsam, ne? Könnt ihr jetzt immer wieder eine Seite kommen? Boah, heilige Scheiße! Slender ain't got shit on it. Weißt du, da geht manchmal so zuckt dein ganzer Körper einfach mal so mit. Da denkst du dir nur so, ja. Heilige Scheiße, ich muss auf Toilette. Ja, genau. Und boah, nee, aber ehrlich, ich muss da gerade echt auf Toilette. Fast durch den Raum. Das auch. Weil du so zusammenzuckst. Noch Mann! Manno! Okay, Guck dir diesen Rechtschreibfehler an! Guck dir diesen Rechtschreibfehler an! You are all dead! You are all dead! Gut, dann würde ich sagen, das wäre es erstmal für dieses Let's Play. War auf jeden Fall recht spaßig, auch wenn mir noch eine Seite gefehlt hat. Aber nun gut. Und, ja. Schreibt einen Kommentar. Nachts. Und schreibt, spielt es nicht es nachts, ist, genau. Es ist gerade 5 vor 5 Uhr morgens. Boah, geil, ey. Ich hab voll kein Leben. Ja, gut. Beide kein Leben. Und, dann würde ich sagen, bis dann. Tschüss. Haut rein. Moin Leute, wie ich sehe, seid ihr am Ende des Videos angelangt und ich bin jetzt eigentlich der Typ, der hier jetzt noch aufräumen muss. Und ihr könnt jetzt an der Seite, dort könnt ihr noch die anderen alten Videos angucken. Sonst hinterlasst doch einen Kommentar, eine Bewertung oder abonniert mich. Unten hier seht ihr auch nochmal die Social Networks, wo ich verlinkt bin. Und sonst würde ich sagen, Brain over and out. Tschüss!